Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends News Video. Ja, es gibt wieder ein paar Neuigkeiten im Apex Universum und was genau, das erfahrt ihr jetzt. Es geht über Survival Items bis hin zur neuen Map und der neuen Legende in wahrscheinlich Season 19. Legen wir los. Let's go. So, wir fangen mal an mit Survival Items, die in Apex Legends geleakt wurden, aber bisher noch nicht erschienen sind und höchstwahrscheinlich in Zukunft erscheinen könnten. Wir wissen ja, Survival-Items gibt es ja jetzt mittlerweile schon 3 Stück. Einmal hier das Heat Shield, das war das erste. Dann kam der mobile Respawn Beacon, das war das zweite. Und letzte Season der Evac Tower, das war das dritte. Von den allen 3 muss ich sagen, ist natürlich je nach Situation jedes auf seine gewisse Art und Weise ganz gut und beeinflusst tatsächlich auch mehr als man denkt die Meta von Apex Legends. Aber wenn jetzt ich objektiv, in dem Fall subjektiv, eine Entscheidung treffen müsste und wir würden alle 3 Survival Items vor der Nase liegen, ich würde am ehesten zum Evac Tower greifen, weil es meiner Meinung nach das stärkste Survival Item von allen 3 ist. Versteht mich nicht falsch, es sind alle auf ihre eigene Art und Weise gut und gerade eben, wenn du richtig Zone Stress hast, kann so ein Heat Shield Gold wert sein oder wenn du eine Mate zu wiederbeleben hast, kann auch ein mobiler Respawn Beacon echt richtig, richtig sinnvoll und nützlich sein in den richtigen Situationen. Aber all in all ist der Evac Tower meiner Meinung nach einfach das Beste, weil erstens kannst du mit dem Evac Tower beide anderen mehr oder weniger ersetzen. Ich meine, du kannst mit dem Evac Tower in die Zone rotieren, dann brauchst du kein Heat Shield mehr. Und du kannst auch mit dem Evac Tower zum nächsten Respawn Beacon fliegen, dann brauchst du nämlich auch keinen mobilen Respawn Beacon. Also ich finde, der hebelt die anderen 2 so ganz klein bisschen aus und beeinflusst ja, wie gesagt, tatsächlich die Meta mehr, als man denken möchte. Das hat man letzte Season gesehen, weil auf einmal konnte jede Legende sozusagen eine Valkyrie-Ult ausführen. Und das ist nicht gerade unerheblich. Dadurch ist auch Valkyrie, ja, nicht mehr die einzige, die durch die Lüfte rotieren kann. Und dadurch wurde sie so ein bisschen, ja, ein bisschen ausgehebelt einfach. Aber es sei wie es sei, ist ja auch alles nicht so dramatisch. Und darum soll es jetzt auch ja auch gar nicht gehen. Sondern es geht um neue Survival-Items, die geleakt wurden, aber bisher noch nicht erschienen sind und in naher Zukunft bald erscheinen können. Als erstes hätten wir dort die Ammo-Box. Das ist sozusagen eine Kiste, in der Munition drin ist. Ich weiß nicht, ob dann diese Kiste sich immer wieder auf deine Waffen anpasst, die du gerade hast. Also sagen wir mal, du hast jetzt hier eine Havoc und eine R99, dass dann sozusagen in der Kiste, in der Ammo-Box nur Energy und Light-Ammo drin ist. Oder ob die Kiste einfach jegliche Munition beinhaltet, du die am Boden stellen kannst und wenn du gerade Munition brauchst, dann snackst du dir ein bisschen was raus und die Kiste bleibt entweder dort stehen oder verschwindet dann. Das kann man schlecht sagen, ist aber auf jeden Fall eine interessante Idee für ein Survival-Item und macht auch irgendwie absolut Sinn und würde richtig, richtig gut reinpassen, finde ich. Weil es gibt wirklich so öfter Situationen, wo du wirklich am Ende des Endgames so ein bisschen zu wenig Munition hast und dann platzierst du da kurz so eine Ammo-Box, snackst dir noch ein bisschen was raus. Ist ja wie so ein kleiner Loba-Shop, bloß für Munition. Das kann schon in der einen oder anderen Situation, finde ich, sehr, sehr Survival sein. Also, das kann schon sehr nützlich sein, um das Ganze dann zu überleben und das Match zum Beispiel zu gewinnen. Deswegen eine Ammo-Box würde ich tatsächlich fühlen. Fände ich eine sehr, sehr coole Ergänzung als Survival-Item. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Wir machen weiter mit einem nächsten. Und zwar dem Shield Capacitor. Oh ja, der ist seit Ewigkeiten geleakt worden und ist, wie der Name schon verrät, ein Kapazitator für Schild, also sozusagen eine Batterie für Schild, aber keine Schildbatterie, sondern das Ganze ist dann, wenn dann, ähnlicher wie Watsons Ulti. Sozusagen ein Gerät, was du vielleicht auf den Boden platzierst und es dir Schild spendiert. Was heißt also, ich gehe mal davon aus, nicht nur dir, sondern deinem ganzen Team, wie halt eben eine Watson Ulti. Und damit würde man halt auch Watson wieder so ein bisschen in der Meta nerven, weil mit diesem Shield Capacitor hast du quasi für jede Legende eine kleine Watson-Ulti. Also der wird definitiv nicht so stark sein wie eine Watson-Ulti, das wäre ein bisschen zu krass. Aber
hast du sozusagen so eine kleine Watson-Ulti mit dabei. Das musst du dann wahrscheinlich irgendwo am Boden platzieren und dann hast du in einem bestimmten Radius drumherum kurzzeitig eine Aufladung von Schild fürs ganze Team. Das Interessante dabei ist aber, dass dieser Schildkapazitor in verschiedenen Größen vorkommen soll, nämlich klein, mittel und groß. Was heißt also quasi, je nachdem welchen du findest, und natürlich sind die größeren seltener als die kleinen, kannst du sozusagen den mitnehmen oder vielleicht sogar den du schon dabei hast, upgraden und damit einen, ja, besseren oder halt größeren mitnehmen. Wir können ja mal davon ausgehen, das sind jetzt einfach nur willkürliche Zahlen, sagen wir einfach mal, okay, der Kleine hat insgesamt 150 Schild an Bord gespeichert und wenn du den am Boden platzierst, dann lädt dein ganzes Team 150 Schild auf. Was heißt zum Beispiel 50 Schild für jeden. Der mittlere hat dann vielleicht 200 und der große hat dann 250. Was heißt also, yo, du hast sozusagen immer, je nach Größe, eine mobile Watson Ulti mit dabei. Wie genau das Ganze funktionieren wird, das ist aktuell noch nicht bekannt, aber das, was bekannt ist, was sehr, sehr interessant ist und vielleicht sogar zu stark, dieses Gerät oder dieses Survival-Item kann nicht verbraucht werden. Was heißt, man kann das Ganze wiederverwenden und zwar mit einem 60-sekündigen Cooldown. Also allein vom ersten Gefühl her muss man diese 60 Sekunden auf mindestens, je nachdem wie stark das ist, aber wenn es so stark ist, wie wir aktuell annehmen, dann müsste man das auf mindestens 180 Sekunden hochschrauben. Ansonsten wird es zu krass, wenn du jede 60 Sekunden dir quasi eine Watson-Ulti hinstellen kannst. Könnte ein bisschen zu stark sein, bin ich der Meinung. Aber wir müssen einfach mal gucken, wie das Ganze kommt. Ist auf jeden Fall eine interessante Idee für ein Survival-Item und finde auch da wieder, passt sich schön ins Game mit ein. So, kommen wir zum nächsten und zwar ein Remote Banner Recovery Tool. Sozusagen die Krypto-Drohne, bloß in anders. Ein Item, was das Banner deines Kollegen auf bestimmte Entfernung abholen kann. Wie genau das dann funktioniert, weiß man aktuell noch nicht, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Item. Sollte ja mal angeblich Pathfinders passiver werden, dass er sozusagen das Banner grappeln kann, so war mal in der Idee, ist es aber nicht geworden. Aber dafür könnte man ja daraus tatsächlich ein interessantes Survival-Item machen, weil, sagen wir es wie es ist, irgendein Team campt die Kiste deines Kollegen ab und du hast keine Chance, an das Banner ranzukommen. Kein Problem, du packst dein Survival-Item aus, das Remote Banner Recovery Tool, hältst es irgendwie dorthin, musst es vielleicht irgendwie kurzzeitig in Richtung der Kiste halten oder in der Nähe sein oder so und dann wird das Banner genommen und dann kannst du es zum Respawn Center bringen und deinen Teamkameraden oder deine beiden Teamkameraden wieder, ja, ganz entspannt ins Match zurückholen. Ist auf jeden Fall auch eine coole Idee für ein Survival-Item, wie ich finde. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ist einfach quasi so eine mobile Crypto-Drone, bloß wahrscheinlich besser. Könnte interessant werden. Was auf jeden Fall wirklich interessant wird, sind die nächsten zwei. Denn die sind natürlich für Titanfall-Fans absolut relevant. Und zwar, eines davon soll tatsächlich ein neues Survival-Item werden. Wann genau, weiß man nicht, aber es soll eine Titan-Batterie werden. Man hat die auch schon tatsächlich gesehen. In einem Playtest lag die auf dem Boden. Man weiß nicht genau, was diese Batterie ist oder was sie kann oder ob es vielleicht sogar tatsächlich eine Batterie für einen Titan ist, für eine Fähigkeit, die vielleicht doch noch eine Legende in der Zukunft mitbekommen wird, dass sie einen Titan anfordern kann oder dass jeder über irgendeinen Punkt oder so einen Titan anfordern kann, keine Ahnung. Und man braucht dann diese Batterie, um diesen Titan zu betreiben. Das ist aktuell alles nicht bekannt. Oder ist diese Titan-Batterie einfach ein Item, was du dir selber hinten auf den Rücken schnallst und dir dann einfach irgendwie, keine Ahnung, Superkräfte verleiht? Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass es tatsächlich mal in einem Spieletest drin war, diese Titan-Batterie, und die sozusagen auch schon gesichtet wurde. Und deswegen ist gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass sie in naher Zukunft kommt. Da bin ich auf jeden Fall richtig gespannt drauf und wie gesagt, gerade die Titanfall-Fans flippen da natürlich richtig krass aus. Das nächste lässt aber die nächsten Titanfall-Fans auch ausflippen und zwar das Arc-Tool aus Titanfall.
Das ist ja dieses Tool, was man in der einen Mission braucht, um erstens mal wieder die Satellitenschüssel unter Fettspannung und Strom zu setzen. Und außerdem braucht man dieses Tool, um bestimmte Türen in genau dieser Mission zu öffnen. Dieses Tool schießt konstant elektrische Blitze und soll eigentlich oder ist eigentlich dafür gedacht, Türen zu öffnen. Kann aber auch ziemlich viel Schaden alleine schon in Titanfall anrichten. Und jetzt überlegen wir mal, wenn dieses Tool so kommen könnte, dann könnte es entweder so eine Extra-Waffe sein, wobei es dann nicht so wirklich ein Survival-Item wäre. Also, ja, da müsste man mal ein bisschen spekulieren, was dieses Tool dann eigentlich genau für einen Nutzen hat oder wie das genau verwendet werden soll. Aber ihr könnt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben, was dieses Tool bewirken könnte. Vielleicht öffnet es geheime Räume auf der kommenden neuen Map, welche ja definitiv auf Titanfall angelehnt sein soll. Ich weiß es nicht. Schreibt mal eure Vermutungen in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und apropos Titanfall Map, ja, dazu gibt es auch ein paar Informationen. Und zwar, die nächste Map, die in Apex Legends kommen soll, soll an Titanfall angelehnt sein. Genauer, vielleicht sogar an eine Stadt in Titanfall, beziehungsweise halt, ja, das Ganze soll so ein bisschen dieses Städtedesign höchstwahrscheinlich widerspiegeln. Wir haben auch schon ein Leak gesehen, wo es so eine Stadtmap war. Allerdings war das damals so eher Arena-Map oder Team-Deathmatch-Map. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die nächste Apex-Map fürs Battle Royale einen Stadtthema haben wird. Also quasi eine Stadt, so wie man es jetzt hier auf den zwei Screenshots oder mehr Screenshots sieht, dass diese Map vielleicht so in etwa aussieht wie Angel City. Würde ich total cool finden, wäre mal was völlig Neues, weil genau so eine riesengroße Stadt, die halt die ganze Map einnimmt, sowas hatten wir tatsächlich noch nicht. Das gibt mir eher ein bisschen, ja, eigentlich eher ein bisschen Battlefield-Vibes, aber ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Könnte schon ziemlich cool sein. Könnte aber auch mir so, also gibt mir so ein bisschen Battlefield und Warzone-Vibes, ehrlicherweise. Würde ich aber tatsächlich feiern. Wäre mal was völlig Neues, weil bisher haben wir halt einfach Maps, wo es halt Städte gibt, aber halt hauptsächlich groß, viel freier Raum. Und vielleicht ist die nächste Map ja einfach eine, die das Ganze mal einfach umdreht, wo du halt wirklich nur Häuser hast, Hochhäuser, Häuser, damit Highground und so weiter. Und du kannst halt fast oder jedes Haus betreten und dich dort ein bisschen verschanzen. Wäre mal eine ganz andere Dynamik für Apex und würde ich total interessant finden, wenn die nächste Map wirklich so, wie es aktuell in den Gerüchten umherkursiert, dass sie wirklich so ein bisschen Angel City Vibes haben soll. Würde ich total geil finden. Also, jo, wäre mal was Neues. Könnt ihr auch mal dort in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. So, jetzt zur letzten Sache dieses Videos und zwar die nächste Legende, Conduit. Die wurde auch schon einige Male im Apex-Universum geleakt. Bei jedem hat sie gefühlt irgendwie ein anderes Aussehen und man vermutet, entweder ist es die Freundin von Catalyst, die wir im Catalyst Story from the Outlands Trailer gesehen haben, oder ist es die Schwester von Crypto. Das ist aktuell nicht ganz bekannt. Eine von den beiden wird es sie vielleicht sein, vielleicht ist es aber auch eine völlig andere. Wir wissen es aktuell nicht und ja, wie man auf den zwei Screenshots gesehen hat, so in etwa könnte sie vielleicht aussehen. Ob das dann das endgültige Design ist, wissen wir nicht, aber das soll auf jeden Fall wahrscheinlich die neue Legende in Season 19 werden. Da kann man zwar Fähigkeiten drunter sehen, unter dem einen Screenshot, aber das sind definitiv keine bestätigten Fähigkeiten. Die einzigen bestätigten Fähigkeiten, die sie aktuell wohl hat, ist ihre taktische. Und ihre Tactical soll so eine Art Arc-Shock sein, also quasi eine Art Arcstar und die Wirkung von einem Arcstar, dieser Stun und der Schaden, bloß halt als eine Art Schockwelle. Also ich könnte mir das Ganze eher so vorstellen wie so eine Seer Q, wo er diese Drohne nach vorne schießt in so einem, ja, in so einer Röhre, in so einem Zylinder, in so einem Strahl fast schon. Bloß das Ganze halt als Arcstar-Schockwelle. Und dann wird der Gegner halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Sekunden verlangsamt und bekommt so und so viel Schaden oder so. So in etwa könnte ich mir das vorstellen. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich bin gespannt auf die nächste Legende in Season 19. Gerade jetzt, wo wir hier in Season 18 nur in Anführungszeichen Revenant Reborn bekommen haben, bin ich hyped auf eine neue Legende, die Meta wieder komplett aufmischen wird. Und ich finde, auf den beiden Bildern, das Design
von Conduit auf beiden Bildern extrem nice. Also wenn sie oder so in der Art kommen soll, dann bin ich da auf jeden Fall richtig hyped drauf. Ich habe da Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, dieses News-Video hat euch wieder gefallen, weitergeholfen. Ihr wisst wieder ein bisschen mehr übers Apex-Universum. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, positiv bewerten, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend um 18 Uhr zum Valorant-Video. Macht's gut, bis dann und ciao.